Ach, du bist's. Ich entschuldige mich, aber ihr müsst etwas für mich erledigen. Streng geheim. Habt ihr das verstanden? Kein Wort zu niemandem. Sicher wisst ihr bereits, dass sich seine Exzellenz nach Kyoto begeben will. Eine Gruppe Ronin, die Roshigumi, wurde mit seinem Schutz beauftragt. Sie rekrutieren die Besten der Besten, unabhängig von ihrer Vergangenheit. Sogar Verbrecher sind dabei. Ein gewagter Plan. Fürst Katamori, der Militärgouverneur Kyotos, behauptet, dies würde geschehen, um auch Armen gute Verdienste zu ermöglichen. Doch in Wirklichkeit will er so die Feinde des Shoguns anlocken, um sie dann mit einem Schlag auszulöschen. Sein gutes Aussehen lässt einen schnell vergessen, wie gerissen er in Wahrheit ist. Wirklich? Ihr vom Shogunat denkt immer einen Schritt weiter. Ich befürchte allerdings, dass der Plan nicht ganz ungefährlich für den Shogun ist. Darum brauche ich jemanden, dem ich vertraue und der sich bei den Roshigumi für mich umhört. Was sagt ihr dazu? Ihr beide wärt perfekt. Wir haben überall nach ihm gesucht, aber in Edo war er nicht. Soll heißen, er ist höchstwahrscheinlich in Kyoto. Dort versammelt sich gerade die Anti-Shogunat-Fraktion. Ich wäre nicht überrascht, wenn die Dämonenklaue dort auch auftauchen würde. Auf jeden Fall. Ich bin dabei. Und was ist mit dir? Das kann ich nicht garantieren, aber mit größerer Wahrscheinlichkeit als hier in Edo. So viel steht fest. Danke, ich stehe tief in deiner Schuld. Gut. Die Anwärter strömen alle zum Denzuin-Tempel in Koishikawa. Geht ihr auch und erstattet dann Bericht. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig zum Denzuin-Tempel. Du wolltest mit mir reden? Wie aufmerksam von... Na gut, immer. Nur Narren ziehen reflexartig ihr Schwert. Man muss die Konsequenzen bedenken, bevor man eine Situation eskalieren lässt. Weißt du, ich war früher ganz vernarrt in die verklärten Prinzipien der Samurai und ihr vom Schwert bestimmtes Leben. Doch das war einmal. Irgendwie bin ich in der Welt aufgestiegen und muss mich jetzt ihren spießigen Regeln beugen. Du hingegen kannst als Ronin frei entscheiden, ob du zum Schwert greifen willst. Darauf bin ich ehrlich gesagt schon etwas neidisch. Wer hat dir das denn erzählt? Dir bleibt aber auch nichts verborgen. Ich liebe es zwar, Schiffe vorbeifahren zu sehen, doch an Bord zu sein, wenn sie schaukeln, ist überhaupt nicht meins. Als wir auf dem Schiff gekämpft haben, war mir derart übel, dass ich dachte, ich würde noch an Ort und Stelle den Geist aufgeben. Aber man hat es mir nicht angesehen, was? Ich bin ein echter Edo-Bursche. Wir ertragen, egal welches Leid, mit einem Lächeln. Ganz klar gegrillten Aal. Das unwiderstehliche Aroma, die süße, vollmundige Soße. Ein Klassiker der Edo-Küche. Abgesehen davon nasche ich gern Süßes. Zum Beispiel mit süßer Bohnenpaste gefüllte Teigtaschen und Mochi. Oh, außerdem liebe ich Süßwaren aus dem Westen. Die esse ich zwar nur selten, doch sie schmecken, als wären sie nicht von dieser Welt. Als ich sie das erste Mal probierte, wurde mir klar, dass Japan noch viel Arbeit vor sich hat. Und da wusste ich, dass ich das Shogunat reformieren muss. Ich mach nur Spaß.
Wie du meinst. Hallo. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Verzeih mir die Frage, aber dürfte ich dich um noch einen Gefallen bitten? Tatsugoro steckt ein wenig in der Klemme. Jemand vom Shogunat bereitet ihm Schwierigkeiten. Ohne handfeste Beweise kann selbst ich nichts ausrichten. Wir brauchen handfeste Beweise für sein Verbrechen. Am besten, du lässt dir erstmal von Tatsugoro alles erzählen. Danke. Du wirst auch gebührend belohnt, das verspreche ich. Er hält sich beim Holzlager in Fukagawa auf. Oh, sie. Fürst Katsu schickt dich, stimmt's? Ich nehme an, du bist auf dem Laufenden. Der neue Mann des Shogunats ist eine wahre Pest. Zusammen mit dem Holzhändler hat er den Holzpreis in die Höhe getrieben. Nun fürchten die Handwerker, bald nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen zu können. Als Mitglied der Brandwache muss ich einschreiten. Brennt ein Haus nieder, ist meine Arbeit erst getan, wenn es wieder aufgebaut wurde. Könnte ich diesen Kerlen doch nur etwas Verstand einbläuen. Aber man darf uns nicht sehen. Das muss diskret und unauffällig geschehen. Und außerdem sind alle meine starken jungen Männer nun in Katsus Obhut. Aber wenn du uns helfen könntest, wäre die Sache natürlich in Windeseile erledigt. Ich schulde dir was. Und ich bin mir sicher, dass Katsu auch ganz heiß auf einen Kampf ist. Früher nahm er jede Kleinigkeit zum Anlass, um sich zu prügeln. Sein Vater war genauso ein Hitzkopf. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Aha, doch seine Lordschaft hat nun einen Titel zu verlieren. Katsu kann nicht mehr nach Belieben handeln. Naja, vermutlich führt unser Regierungsmann in der Nähe vertrauliche Gespräche. Kannst du ihn aufsuchen? Danke. Ich weiß, du kommst allein zurecht. Sei trotzdem vorsichtig. Here!
und... Krankenwuschel! Was macht ihr hier? Wer uns gesehen hat, muss sterben! Los geht's! Rudy!
Bitte, es tut mir leid. Ich flehe dich an. Verschone mich. Du lässt mich gehen? Lauf! Lass uns verschwinden! Du bist. Du bist zurück. Selbst Fürst Katsu ließ es sich nicht nehmen, auch herzukommen. Doch wie es scheint, hast du dich bereits um alles gekümmert. Blödsinn. Ich wusste, dass unsere Freundin hier aufkreuzen würde. Ich kann doch nicht mehr bei jeder Streitigkeit gleich zum Schwert greifen. Danke für deine Hilfe. Und? Hast du die Beweise gefunden, die wir gesucht haben? Ich wusste, auf dich ist Verlass. Die Beweislage wird ihn erdrücken. Ab jetzt werde ich übernehmen. Was redest du da? Für seine Tat hat er doch nicht den Tod verdient. Außerdem würde ich ihn gern erst noch zu einer Befragung heranziehen. Ich bin froh, dass du ihn nicht erledigt hast. Für die gute Arbeit bekommst du einen Obolus. Jetzt sollten die Handwerker weiterarbeiten können. Wart's nur ab, sie werden die niedergebrannten Häuser im Nu errichtet haben. Das freut mich. Ich ertrage es nicht, meine geliebte Heimat in diesem Zustand zu sehen. Ich sollte aufbrechen. Aber keine Sorge, ich habe noch eine Menge Arbeit für dich. Nice day.